Ich bin hier, diesmal kriegst du Sebastian als Maskottchen, Kick Fabius. Ey! Da bringt mir Glück. Ja, dann gib mir Sebastian halt. Ey, das ist eine Ratte, das gibt's gar nicht. Hallo an alle, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr seht, habe ich hier einen Sondergast, beziehungsweise eigentlich bin ich gerade so Gast, denn wir sind bei Sebastian. Ja, wir sind unter dem Meer. Und ja, Julesdom, ihr kennt sie bestimmt, die liebe Jules, Kanal poste ich euch unten in der Infobox, da könnt ihr euch auch gerne mal vorbeischauen. Schleichwerbung. Ja, natürlich. Vor allem, weil wir auch noch zusammen ein Video drehen werden bei ihr auf dem Kanal. Und zwar geht es da wieder um ein Parodie. Ein Tutorial. Ein sehr ernst gemeintes Tutorial. Mit einem richtig tollen Osterlook. Obwohl Ostern schon vorbei ist, wenn es online ist. Ja, das ist nicht so schön. Okay. Ja, und wir drehen heute die Disney Challenge. Ich hab mich so gefreut. Ich habe sie bekniet. Lass uns die Disney Challenge machen. Wenn ihr die nicht kennt, ich verlinke euch mal die wohl bekannteste Disney Challenge von Tyler Oakley und Zoella unten in der Infobox. Und es geht darum herauszufinden, wer der größere Disney-Fan ist. Und ich weiß jetzt schon, dass... Geräusche. Dass ich verlieren werde, weil ich nur Ariel, König der Löwen und Schneewittchen auswendig kenne. Ja, und ich kenne dafür alle anderen. auch nicht alle. Aber auf jeden Fall wird es immer so sein, wir spielen ein Lied an. Es gibt da mehrere YouTube-Videos zu, wo Lieder angespielt werden und dann muss man raten. Und jeder ist immer abwechselnd dran. Man hat 10 Sekunden Zeit, also das, die Tonsequenz ist relativ kurz bei uns hier bei dem Video. Spielt so irgendwie 3 Sekunden das Lied an, dann hat man noch kurz Zeit und man darf zweimal raten. Also wenn man irgendwie im Affekt sagt, das ist das und das und dann, nee, das ist das und das, dann zählt das trotzdem noch. Und man kriegt aber einen Punkt für den Titel, obwohl wir da auch, glaube ich, nicht ganz so... Das ist ja auch in Englisch bei uns, die Lieder. Ja, die Lieder sind leider in Englisch, weil es da nicht viel Deutsches auf YouTube gibt. Aber sagen wir mal so, wenn es jetzt heißt, ja, die Glocken Notre Dame und man sagt, ja, der Glöckner Notre Dame, also einfach, dass es nicht ganz so... Die Glocken ist, von Notre Dame. Ja, die Glocken von Notre Dame ist ein Lied. Ach so. Ja. Geht schon gut los. Ich weiß nicht mal, wie die von Ariel heißen. Ohne Mist jetzt. Rat. Und ja, dass wir da nicht ganz so streng sind, dass es irgendwie was mit dem Titel zu tun hat, aber auf jeden Fall natürlich den Titel. Und ja, ich würde sagen, da fangen wir dann einfach an. Und da ich bei Jules zu Gast bin... Und da ich schon Sebastian nehmen muss und nicht Fabius, darf ich anfangen. Genau. Oh. Und ich werde jetzt das erste Lied anspielen. Ich hoffe, dass ihr das hört. Und dann wird aufgelöst. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Ahnung? Nee. Man kann sich Punkte wegschnappen. Also wenn sie es jetzt nicht wüsste, könnte ich es erraten. Ja, ich hätte heute... Bist du irgendeinen Film raten? Ich habe auch nichts. Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, sonst das oder das, aber ich glaube es nicht. Okay. Mal gucken, was es ist. Oliver and Company. What? Wollen wir das als Testversuch? Ja, bitte. Werden? Okay, dann gut. Also bin ich jetzt dran. Also du bist nochmal dran, genau. Das ist das Dschungelbuch und das singt der Affe. Das weiß ich. Das ist nicht der Titel. Ich weiß nicht, das ist der Affe. Das geht gleich weiter. Ah. Wie ist der Titel? Warte, ich hab den nämlich erst gesehen die Woche. Und dann singt der Ich bin dran. Ich wäre gern wie du. Ja! Okay. Aber habe ich nicht trotzdem einen Punkt, weil ich gewusst habe, welchen Film? Ja, du kriegst einen Punkt fürs Dschungelbuch und ich krieg einen Punkt für den Titel. Jetzt bist du dran, oder was? Jetzt bin ich dran. Tarzan? So. Ich dachte gerade, das ist Helene Fischer. ich komme nicht drauf, ich weiß den Titel nicht. Das ist schon von Phil Collins. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Aber Tarzan. So ein Mann, so einmal, so möchte ich einmal sein. Keine Ahnung. Also ist das nicht. Ich weiß es nicht. Ist Tarzan, aber Tarzan, ja, es ist auf jeden Fall Tarzan. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Son of Man. So ein Mann. So ein Mann. Aber Son heißt doch Sohn. Ja, aber es kann ja sein, dass du das... Ja, ich habe es aber gesehen, das zählt nicht. Jetzt kriegst du einen Punkt. Aber ich hab's doch voll. Nein! Es gibt mir eine Chance. Weiter. Jetzt bin ich Fabius. Okay, du bist dran. Ja. Ich weiß es.
Und mir kommt total bekannt vor. Habe ich die Woche gesehen, den Film? Ich stirb schon. Ja. Pass auf. Du hast mir erzählt, dass du den Film gesehen hast. Ja, dann ist es die Eiskönigin, oder? Oh, voll falsch, war. Du bist so gemein, ey. Warte, nee, dann ist es... Oh, ich hänge zwischen zwei. Mulan? Nein, falsch, falsch. Pocahontas. Oh, genau. Que, que natura oder so? Als Lied der Mutter weide. Ich weiß nicht, aber... Irgendwie in der Richtung. Ich muss Pocahontas. Ich hab überlegt, Pocahontas oder Mulan. Natura. Ja, komm, mach ich ja. So, zwei Punkte. Ja. So, weiter geht's. Ich bin dran. Hm. Was? Hallo, das war doch gar nichts. Was steht da? Nach Aladdin? Das klang ein bisschen nach Aladdin. Prinz Ali. So ein bisschen so dieser Anfang. Ich weiß es gar nicht, also bei mich brauchst du nicht fragen. Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ich bin so gut! Ja, richtig. Ich hätte jetzt Bärokürzchen, komm, spiel an. Ich habe immer nur die Serie geguckt. Mach weiter. Ich hab den Film auch jetzt und das erstmal gesehen. Tschüss, ist dran. Ich bin auch ein Bärokürzchen. Oh. Ich glaube, er setzt bewusst. Bin ich nicht dran? Mhm. Er setzt bewusst Songteile ein ohne Gesang. Mhm. Und den Film habe ich auch gesehen, kann sein. Mhm. Hast du definitiv gesehen. Scheiße. Ich bin so gut. Ich würde wieder sagen, keine Ahnung, Mulan. Oder? Pocahontas? Welcher ist es? Komm, sag. Die Schöne und das Biest unserer Stadt. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also, das ist in Ordnung, weil... Unsere Stadt. Den hab ich zwar auch gesehen, aber... Kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist das erste Lied im Film. Hab ich bestimmt wieder vorgedacht. Zwei Punkte für mich. Ey, guck dir was mit der Anja, ey. Ja, du lust voll ab, aber das war ja vorher schon klar. Ja, das war doch schon... Bin ich dran? Ich komme dran. Hm? Ich komme durcheinander, weil ich alle Punkte kriege. Pocahontas. Stetig wie der Trommelklang. Ja, nur mit dem Sinn. Trendmacher. Wir haben auch gar nicht mehr, weil ich es immer weiß, haben wir gar nicht mehr geguckt. Steady erste Drum. Steady erste Beating Drum. Bei der Porno-Ping-Pong-Challenge hätte ich gewonnen. Die ist aber nicht ganz jugendfrei. Jetzt bin ich wieder. Kann ich endlich aus dem Ariel kommen, ey. Oh. Ja. Ja. Keine Ahnung, das Dschungelbuch? Du weißt es schon wieder, kann das sein? Du weißt es auch nicht, wa? Ich weiß gar nicht. Das Dschungelbuch? Wir können auch gerne mal das Video wechseln, dass wir ein anderes nehmen, wo ein bisschen... Nee, wir machen das jetzt zu Ende. Okay. Älter. Ich sag das Dschungelbuch, ich weiß es nicht. Dschungelbuch ist auf jeden Fall nicht, aber... Peter Pan? Oh Gott, ich hasse Peter Pan. Ich hab Peter Pan noch nie geguckt. Okay, ist also nicht. Bist du. Zählt nicht, du bist nochmal dran. Weißt du, keine Ahnung. Ich hätte eine Ahnung, welcher Film das sein könnte. Wasser und so. Naja, ich würde doch Tarzan, oder? Mm-mm. Nee, wieso wie tun das nicht? Also ich habe den Film nicht gesehen, aber so vom Klang her könnte ich mir vorstellen, in welchen Film es passen würde. Ich würde sagen Tarzan. Ich würde sagen Lilo und Stitch. Aber ich habe den nie gesehen. Den habe ich aber gesehen, da ich geheulte. Nee, bei Nemo habe ich geheult. Am Anfang. So, der Stab. Romeo, Nemo, Nemo. Was machen wir? Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, 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 schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Denn wenn du schwimmst, dann ist die Welt in Ordnung. Okay. Ich sag jetzt Tarzan. So, ich bleib dabei. Ich sag Lilo und Stitch, aber auch kein Titel. Ja. Lion King 2. Was? Hab ich nie gesehen. Nee, das war das vorherige doch. Nee, ist schon richtig. Hab ich auch nicht gesehen. Ja. Da kenne ich nur dieses Er lebt in dir, aber auch nur, weil ich ein Musiker war. Ja. Siehst du? Gut. Interessant. Wer ist denn jetzt dran, du, ne? Ich. Ja.
Ariel? Das klang so nach Meeresrauschen. Könnte auch Wind sein. Ariel? Was ist denn das erste Lied in Ariel? Ich weiß es. Also ich weiß, was das erste Lied in Ariel ist. Nee, ich weiß, was das erste Lied in Ariel ist. Dann sag den Titel. Ja, das ist es aber nicht. Glaube ich nicht. Zwar, aber guck mal, fast, ne? Ariel 2. Habe ich aber auch gesehen, aber das ist schon sehr lange her. Jetzt kommen hier schon die Fortsetzungen. Das ist jetzt ja nicht mehr original Disney. Nee, dann machen wir andere. Bin ich nochmal dran? Nee, komm. Bin eh so gut. Was, wer ist das? Du. Hast du gerade... Aladdin? Nein! Oh mein Gott, das ist so einfach! Warte! Das sagst du die ganze Zeit und es stimmt nie. Jetzt sag's doch mal, damit es stimmt. Meinst du Pocahontas oder was? Nein! Mulan! Mulan, Ehre für den chinesischen. Scheiße, ja. Bringt Ehre für das Haus. Ah, stimmt, das sind diese. Ja, ich hab den Titel geraten und das. Ja, aber das sieht aus, ey. Wir machen das übrigens sehr stilecht auf einem DM-Kassenzettel. Und ey, der Punktestand. Na ja, mach weiter. Aber das liegt ja gar nicht, weil das ist unscharf, weil wir haben ja. Ach so. Ist ja hier nicht mit Autofokus und so. Oh. Ja. Wer ist denn dran? Ich. Ich bin dran. Eine Party steigt in Agaba. Aladdin 3. Aladdin 3. König der Räuber. Aladdin 3, König der Räuber. Eine Party steigt in Agrabah. Den hatte ich auf Videokassette. Mulan hat man schon. Ah ja. Ja. There's a party in... A part in... Nee, Party. Eine Party steigt in Agrabah. Part. Mach dir ein Punkte. Ja. So. Ah ja, stimmt. Ich krieg ja Punkte. Okay, ich würde sagen, wir hören auf zu 10 und macht es einfach Spaß. Ja. Weil ich habe ja eh schon gewonnen. Machen wir zusammen? Das ist ja eh schon gewonnen. Ja, schön. Nein! Warte, weiß ich, was war's? Boah, du sagst mir die ganze Zeit, dass das der Film ist, bei dem du dich so auskennst. Und dann erkennst du es nicht. Das war aber nicht Ariel. Nein! Ja, bei Ariel kenne ich mich aus. Hm, bei dem kennst du dich auch aus, angeblich. Aber anscheinend ja doch nicht so. Wo kommt das aber? Nein, du sagst es nicht. Ula. Was sind deine liebsten Disney-Filme? König der Löwen, Ariel. König der Löwen was? Mhm. Die Stimme war anders, bitte. Wo die Hyänen so singen mit Scar. Ich guck das nicht mehr so oft, ich muss immer so weinen. Seid bereit. Ich hasse Scar. Okay. Wurde der Papst verfilmt? What? Ich hab keine Ahnung. Das muss irgendwas mit einer Kirche sein, ne? Nee, Glöckner von Notre Dame. Würde ich jetzt krass. Vielleicht, aber dann, weil das war ja so ein Gebäude, so was drin ist, wo das vielleicht passen würde, ne? Lion King? Nee, das war. Nee, doch Notre Dame, ne? Hellfire. Okay, doch. Okay. Das Feuer. Das war ganz schief. Darüber habe ich gehört. Aber das ist. Der Glöckner von Notre Dame ist, glaube ich, für mich der für Kinder unpassendste Kinderfilm, den ich damals geliebt habe. Da geht es um Wollust und Geist. Körperliche Behinderung. Ist doch so! Ja, aber das, nein, das ist ja ein schönes Motiv, dass die Kinder lernen, ja, aber, dass man tolerant ist und dass jeder ein Teil der Gesellschaft ist. Aber da geht es ja auch um Frollos, Wollus für Esmeralda. Er will ja gerne Esmeralda für sich haben. Und grade, weißt du, wo die Schöne und das Biest, wie das früher ging? Gerade das Lied ist echt das Feuer der Hölle. Schön und das Biest war ja eigentlich so, dass die Prinzessin im Traum von dem Biest vergewaltigt wurde und währenddessen zwei Kinder bekommen hat. Nimm doch mal Fabius. Der hält aber nicht. Es geht weiter, liebe Leute. Oh, 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 oh! Weil du mitgeschubst hast. Ich hab die gar nicht geschubst. Du hast Fabius geschubst. Ich würde Fabius niemals schubsen. Sebastian wenigstens. Das ist bestimmt aus irgendeinem komischen Fortsetzung. Aus irgendeinem, ja, weil das passt
überhaupt nicht irgendwie. The Rescuers. Dann machen wir mal. Nee, es ist das doch. Nee. Achso, nee, es geht dann weiter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Auf Play drücken ist halt auch. Ach, sogar nicht! Nee. Keine Ahnung, Kapp und Kappa. Geht so ein bisschen so, ne? The world is looking up. Cinderella 2. Ich hasse die ganze Worte. Hast du das Cinderella, die dann noch schon verliert oder was? Ich weiß es nicht. Oh, das ist der zweite Schmuck. Das ist die Story von Cinderella. Von Ariel gibt es sogar drei Teile. Welche richtig schlecht war Pocahontas 2. Oh mein Gott. Ich hab den gesehen, ich wollte den vorerst gucken. Ist er nicht gut? Die Heirat. Oh, Spoiler. Warte, Spoiler! Die heiratet ja am Ende nicht den vom ersten Teil, sondern den anderen. Genau, das ist so ein Scheiß. Wie kann John Smith ihre große Liebe sein und dann heiratet sie? Sah gut aus, Ende. Oh, Spoiler Ende. Weiter geht's. Das hatten wir doch schon. Tarzan! Ja, Guck schnell. Ja, aber das war doch auch wieder dieses hier, Man. Strangers like me. Nee, das ist auch was von... Ja, aber das ist alles dasselbe Thema. Okay, hätte zwei Varianten, entweder Dumbo, weil so Elefanten und ja, so. Aber wo die das auch machen, ist Robin Hood. Den liebe ich auch sehr. Hast du den geguckt? Den mag ich nicht. Ich mag Robin Hood nicht. Doch, der ist gruselig. Ding. Hat den im echten Leben nicht Kevin Costner gespielt? Ja, aber es hat mit der Disney-Variante überhaupt gar nichts zu tun. Ja, aber es hat mir einfach, heute kommt der mit dem Wolf tanzt, heute Abend gibt bis Mitternacht, das gucke ich. So. Mit Kevin Costner, oder? Also steht der jemand auf Kevin Costner? Ja, ein bisschen. Okay. Aber nur auf den Jungen. Nicht mit dem Hands Eyes von Bodyguard. Okay, jetzt habe ich mal das nächste aufgedeckt. Cinderella, oder? Ja. Cinderella. Kali kann nicht mehr. Wenn ich das jetzt so gehört hätte, das könnte auch die deutsche Version zumindest von Schneewittchen sein, wenn die so ein bisschen rumsingt. Ja, aber das machen die alle in den Prinzessinnenfilmen. Das singen die alle so ein bisschen rum. König der Löwen? Nee, ist das bei Tarzan so mit den ganzen Tarzan. Tieren? Ja. Ach, König der Löwen. Fast. Weiter geht's. 23, es sind 25 Songs übrigens. Schneewittchen! Der kleine blaue Vogel, der ist das Lied. Da macht die nämlich gerade die Wäsche und alles. Ich weiß sogar, wie es auf Englisch heißt. Auf Englisch heißt Whistle While You Work. Guck mal nach Schneewittchen. Schneewittchen, aber Whistle While You Work, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die sind doch so hoch, ich verstehe die nicht. Arbeitslied oder so, aber ich glaube, das ist bei diesem Verwünscht, bei diesem hier so Crossover Disney natürlicher Film. Da macht sie auch so ein Arbeitslied mit Kakerlaken und Ratten und so. Aber wisst. Das ist auch schön. Riechst du uns aus? Freundlich. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Whistle While You Work, Snow White and the Seven Dwarfs, Here on the Land and Sea, Little Mermaid. Hätte ich auch geraten, Ariel. So am Ende. Mit dem ganzen. Ja. Irgendwie war es da so. Okay, das war die Disney-Challenge, die wir jetzt bestritten haben. Ja, dann kann man aber sonst nichts Gutes von Ariel. Nee, wir sind enttäuscht, um ehrlich zu sein. Wir könnten auch noch eine andere Disney-Challenge durchspielen. Teil 2 oder was? Ja. Das wäre doch mal eine Variante. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen, ob ihr das gut fandet, ob ihr das witzig fandet. Und immer Daumen hoch geben! Daumen hoch und liken und favorisieren und abonnieren! Und teilen! Auf Facebook, Twitter, Instagram! Ja, ganz wichtig. Nein, ihr wisst, dass wir da nicht so der Fan von sind, von solchen Ansagen. Aber danke, dass ihr zugeschaut habt. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Aber was wir wirklich sagen müssen, guckt auf Drews Kanal, weil es dann noch ein Video geben wird mit uns beiden, wenn euch das gefallen hat. Ja. Da werde ich nicht so verlieren. Hallo, das war auch großartig. Da werde ich nicht so verlieren. Da gibt es ja gar keinen Gewinner. Wir sind alle hübsch. Machen uns Komplimente in unserem Gesicht. Ja.
Okay. Also danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.